Es ist überhaupt nicht angebracht, in Panik zu verfallen. Es ist absolut falsch, jetzt Hamsterkäufe zu tätigen oder mit Schutzmasken durch die Gegend zu laufen, vor allem wenn es Masken sind, die einen ohnehin nicht schützen. Und zum Dritten, wir werden auf das Tragen von Masken setzen. Wenn Sie es noch einmal für unsere Zuschauer sagen, Sie haben es zwar schon mal gesagt, aber in aller Deutlichkeit, soll es eine Corona-Impfpflicht geben, ja oder nein? Nein, die soll es nicht geben. Soll es für, wenn Sie sagen, Gruppen wie die Gesundheitsberufe, soll es da eine Impfpflicht geben oder sagen Sie, in Österreich wird es keine Impfpflicht geben? Ich sehe grundsätzlich eine Impfpflicht skeptisch. Wir werden daher auch keine Impfpflicht einführen. Sie haben selber Kinder, Herr Bürger, Sie wissen, Sie können Schulen wahrscheinlich für einige Wochen schließen, aber Sie können das nicht für Monate machen, weil dann die Frage entsteht, was ist mit den Eltern, die eigentlich tagtäglich zur Arbeit gehen sollten?